Also der Totenkopf hier am Schlüsselbund, der ist schon, der hat schon einen gewissen Sinn, ne? Ich trau mich gar... Oh, hallo! Bist du dir sicher, dass das so gehört? Ich fahre nicht... Na, was? Nein, ich nehme den nicht vom Lenker. Guck mal, da lehne ich mich ein bisschen nach vorne und mich haut fast auf die Fresse, weil der Lenker macht, was er will. Naja, man stirbt eher, aber man sieht cool aus. Connected. Ganz schön groß. Was, mein Motorrad? Ja. Ja, deins ist so klein. Aber deiner klingt besser, definitiv. Ja, viel zu laut. Wie viel PS hatten wir eigentlich? 9. Ah, okay. Das ist nicht viel weniger, aber ich glaube, meiner hat 10 oder so. Ja. Ja, wobei bei mir der Vergaser nicht richtig eingestellt ist. Oh, okay. Ja, das Problem habe ich nicht, ne? Mit Einspritzung. Ganz am Anfang, wo ich die gehabt habe, da hat der Krümmer geglüht im Leerlauf. Oh, scheiße. Also ich glaube, ich habe nicht ganz 9 PS. Ich komme mir eigentlich vor, als hätte ich so einen Roller, der halt schneller als 45 fährt. Also ich schaffe ungefähr 80. Ah, okay. Na, das reicht ja für die Stadt. Ja. Sag mal, wie klein sind denn deine Räder? Das ist aber kleiner als 12 Zoll, oder? 8 Zoll. 8 Zoll? Ja. Oh Mann. Das war auch sehr kompliziert zum Fahren. Also zum die ersten 2-3 Mal fahren, wie Wackelpudding. Hast du eigentlich schon gesagt, wo wir hin jetzt fahren? Ja, geradeaus. Nein, den Zuschauern. So, wir fahren zur Moji-Tankstelle. Wir fahren zur Moji-Tankstelle. Zur Moji-Allgut. Hast du nicht in dem Video gestern gesagt, dass du gar nicht glauben kannst, wie laut so ein Motorrad ist, so ein kleiner Motor? Das fand ich auch krass, als ich den Arrow montiert habe, obwohl der DB-Killer drin ist. Den kannst du ja gar nicht mehr rausnehmen mit Euro 4. Ja. Ja, weil er festgeschweißt ist. Da könnte man höchstens von außen reinbohren. Also in den DB-Killer, meine ich. Ja, mei, aber ich finde jetzt schon laut genug. Ja. Wir sind ja auch keine 16 mehr. Hast du die aus München, die Maschine? Landshut. Und wo ich die gekauft habe, da bin ich ja mit dem alten Leichenwagen gefahren. Ja. Und da hat es noch reingeregnet. Und es hat die ganze Zeit geregnet. Ja. Und beim Zurückfahren, jedes Mal, wenn ich gebremst habe, ist so eine Welle Wasser nach vorne gekommen. Ja, wieder war der ganze Kofferraum quasi voll mit Wasser. Der ganze Fußraum halt, ja. War es bei dir vorne auch, oder was? Ja. Oh Mann, quasi ein geschlossenes Cabrio. Ja, so ungefähr. Aber gut, das habe ich jetzt gefixt. Ja, einfach oben das Loch zugemacht. Ja. Hast du denn auch eine Ablaufbohrung dann gemacht? Nee. Ich traue mich hier auch nicht, während der Fahrt eine Hand wegzumachen. Weil sonst wackelt es nur noch. Wir können ja nachher mal tauschen. Und das sind echt die zwei Scheiben, die da quasi deine Felge bilden. Ja, diese zweiteilige Felgen. Mit Schrauben und Muttern zusammen. Ja, genau. Krass, ey. Warum eigentlich? Ja, weil es günstiger herzustellen ist. Ja, 2 Euro da oder was? Ja, dann, nee, Moment mal, du müsstest ja, wenn du eine richtige Felge machst, dann musst du dir ja, das hat ja ein Felgenbett, das ist ja schwieriger zu machen, als wenn du quasi zwei Metallteile ziehst, wie so ein Topf, und zusammenschraubst, das ist viel einfacher. Das ist quasi wie im Krieg damals, wo sie die Gulaschköpfe gemacht haben, einfach eine Scheibe Blech und dann die Fresse oben drauf. Was macht der denn? Der ist sauer, weil es im Weg steht, glaube ich. Die Hochkant im Weg. Ich lass mal quietschen. Guck mal, der hat sein Baby vergessen. Ist noch zu Hause. In England hat ja Skoda einen ganz schlechten Ruf. Ne? Da gibt es so einen Witz, kommt ein Mann zum Schrottplatz und sagt, ich hätte gerne eine Radkappe für einen Skoda. Dann sagt er hinter dem Tresen, oh, das ist ein guter Deal. Ja, mein alter Leichenwagen ist ja auch ein Diesel. Von 1982. Und ich habe das schon mal geschafft, dass in der Garage der Alarm losgegangen ist, der CO2-Alarm. Ach, in der Garage. Ein CO2-Alarm in der Garage? Ja, ja, in der Tiefgarage. Ach so, okay. Ja, hat der keinen Cut? Nee, der hat gar nichts. CO2-Alarm. CO2. Den haben dann die Grünen installiert, oder? Pff, keine Ahnung. Das ist nicht Vorschrift bei großen Tiefgaragen? CO2, sicher, dass es nicht CO ist. Meine ich ja, CO2. Ja, aber CO ist ja Kohlenmonoxid, CO2 ist ja Kohlendioxid. Ach so, ja, stimmt. Ach so, ja, das kenne ich. Also Kohlenmonoxid ist das, wo du dich mit umbringen kannst. Ja? Wurde ja früher bei den 90ern, wo die Leute in den Filmen sich die Schläuche ins Auto geleitet haben. Ja. Das geht jetzt nicht mehr, weil die Autos zu sauber sind. Es gibt kein Kohlenmonoxid mehr. Ja, das ist aber deprimierend. Da fährst du in den Wald, willst dich umbringen, Stundenlang
funktioniert nicht. Nicht mal das. Naja, aber wenn du das lang genug probierst, dann bist du verhungert. Ja, hock mal hin, trink Kaffee, oder? Ja. Da ist aber nicht viel los heute. Nicht viel, aber es ist wieder 125 am Start. So, jetzt tauschen wir mal. Jetzt fahre ich mal diese Höllenmaschine hier. Das ist aber nicht eingetragen. Der sitzt aber viel niedriger als auf meiner. Warum muss denn der Ständer hoch? Ja, das ist immer so, das Vorschrift. Halt mich fest. Oh, der Auspuff, der klingt aber geiler als meiner, du. Vor allem, wenn du so Halbgas fährst, so ein bisschen, dann machst du... Hörst du das? Ja, so siehst du aus auf dem Motorrad. Oh Mann, ist das eierig hier. Meine Fresse, ey. Boah, ey, boah. Boah, Alter, ist das krass, ey. Ich trau mich gar... Oh, hallo. Ey, bist du dir sicher, dass das so gehört? Boah, halt mich fest. Ist das krass, ey. Und ich glaube, ich bin schon im höchsten Gang. Also da kommt nichts mehr. Ich mach mal Fullspeed, ja. Aber ich trau mich gar nicht. Hallo, ich bewege den Lenker gar nicht. Ich sag mal, wenn man ein bisschen schneller fährt, dann wird es so stabil. Aber, also ich dachte, die Grom wäre nervös. Aber die, also ich halte es nicht aus. Ey, ich komme mir vor, als wäre ich hier auf einer Schaukel. Meine Fresse, ey. Also du kannst gerne vorausfahren, wenn du ein bisschen Gas geben willst. Kein Thema. Oh, hallo, hallo, hallo. Oh, hast du das gesehen? Oh, hast du das gesehen? Boah, ey, also, ich mach mir in die Hose mit dem Ding. Ja, aber das ist ja völlig, wenn du da nicht drauf vorbereitet bist. Ey, ein Glück habe ich mir eine Grom geholt und keine Monkey. Alter, das ist ja tödlich hier, Widowmaker. Also, was du auf jeden Fall noch brauchst, finde ich, wie so bei so einem Stunt-BMX, so Auflagen für die Füße vorne, neben den Achsen, weißt du? Das wäre geil, so kannst du so Easy Rider, ich trau mich gar nicht, die Füße von der Raste zu nehmen. Ich fahre nicht, na, was? Nein, ich nehme den nicht vom Lenker. Also der Totenkopf hier am Süßenbund, der ist schon, der hat schon einen gewissen Sinn, ne? Guck mal, da lehne ich mich ein bisschen nach vorne und mich haut fast auf die Fresse, weil der Lenker macht, was er will. Das ist zu heftig. Da brauchst du einen Lenkungsdämpfer an dem Ding. Naja, man stirbt eher, aber man sieht cool aus. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ganz ehrlich, was du machen solltest, du solltest mal dich mit Moji verabreden an der Tankstelle. Und er soll mal dieses Ding hier fahren. Da darfst du rein. Ja, da darfst du rein. Halt die Möse fest. Wollen wir hier mal ein Bild machen? Ah, der Leerlauf ist nicht drin. Aber die Lampe ist angewiesen. Jetzt. Alter, ich halte es nicht aus, ey. Das ist ein Todesgerät, sage ich dir. Oh, hui, da musst du aber aufpassen mit dem Ständer. So, wie schaut denn das jetzt aus? Ja, das kann man, glaube ich, lassen. Aber sonst sehr ähnlich. Zündkerze auch an der Seite. Wozu ist das hier? Naja, das ist irgend so ein Gummi, damit nichts vibriert. Wahrscheinlich damit die Kühlrippen nicht wegfliegen, weil das Ding so krass ist. Das ist total beängstigend. Du machst nur so, ja, und das Motorrad macht... Vor allem, ich habe mich ein bisschen nach vorne gelehnt zum Schnellfahren, ne, und dann plötzlich... Boah, halt mich fest. Ich muss noch ein paar mehr Fotos machen, damit ich dann ein halbes Jahr lang Instagram spammen kann von einem Fotoshooting, was ungefähr eine Stunde dauert. Das ist ein bisschen schwul, ne? Warte nochmal. Ja, lass mal kurz machen. Wir fahren mal kurz Sozius, mal gucken, wie das ist. Hat die ein Lenkradschloss? Nee, ne? Die hat hier an der Seite, ne? Der ging rein. Aber ich will nicht, dass es stecken bleibt und ich bin schuld. Man muss sich mögen, wenn man Sozius fährt auf der Grom, glaube ich. Alles bereit? Oh, ich habe ganz vergessen zu tanken. Wir müssen nochmal zu Allgut. Ja, also ich kann nicht viel weiter vor. Also mit Rucksack geht hier nicht, ne? Fahren wir mal vorne bis zu dem Maisfeld und drehen wieder um. Siehst du, das hätte ich jetzt mich nicht getraut auf deiner Maschine hier mit einer Hand. Ey. Da hätte ich schon im Graben gelegen. Aber ich sehe nichts mehr durch die Spiegel, weil ich jetzt viel zu weit vorne sitze. Ich
sehe doch meinen Arm. Ja, hält man es da hinten drauf aus? Okay, wundert mich. Wir waren ja, wo wir auf der Isle of Man waren, da haben wir zwei Deutsche getroffen, die sind mit einer Grom gemeinsam da rumgefahren, zwei Wochen lang auf der Isle of Man. Das waren, die waren irgendwie, alt waren die? Das waren Rentner schon. Heimatland, also Respekt. Respekt, wer mit sowas schnell fahren kann. Was zeigt denn jetzt dein Tacho an? Ach, okay, also so schnell habe ich mich gar nicht getraut. Ich bin, glaube ich, nur 70 gefahren. Also meiner sagt jetzt 90. Immer der geht nur bis 80. Alles, was drüber ist, wird nicht mehr angezeigt. Ja, ja, das ist wie bei den Supersportlern, die ab 299 nichts mehr anzeigen. Stellen wir uns da vorne hin. Ach so, ich muss, ja, ganz vergessen. Ich muss tanken. Fertig? Also ich fahre jetzt dann hier gleich rechts. Bis zum nächsten Mal, ne? Ich schick dir den Link für die Dateien dann. Bis dann. Ja, ja, kein Thema. Oh, du winkst nicht. Zu unmännlich. Oi, warte mal, hörst du mich noch? Ah, jetzt. Ich glaube, jetzt ist gleich weg. Achso, jetzt weiß ich's. Er winkt nicht, weil sonst der Lenker sich verdünnisiert. Ja, also diese Gorilla. Alter Falter. Also, wenn man schon nicht freihändig oder mit einer Hand am Lenker traut, sich damit zu fahren, das will schon was heißen, ne? Leck mich fett. Sowas Nervöses bin ich ja noch nie gefahren. Aber witzig, witziges Ding. Ja, und hier mit Intercoms, es ist immer geil. Ich fahre total gerne mit Intercoms. So, das war's für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.